bitte aufstehen. Mes chers amis, il est 7 heures, levez-vous. Die Levée en masse, ein Symptom deutsch-französischer Hochspannung, ist im deutsch-französischen Jugendlager 1964 in Berlin für mehrere Wochen täglicher Beginn des täglichen gemeinschaftlichen Lebens von 250 jungen Franzosen und ebenso vielen deutschen Altersgenossen. Nach einem Wettkampf in Körperpflege bemüht man sich beim Frühstück, auch den Ruf der Anspruchslosigkeit der beiden größten Völker im Europa der Vaterländer zu behaupten. Ernst wird es allerdings, wenn die Teilung Deutschlands und die Berliner Mauer zur Sprache kommen. Probleme, die Frankreich in der neueren Geschichte nicht gekannt hat. Der tägliche Sport dient einmal ausnahmsweise nicht wie sonst üblich nationalem Ehrgeiz, sondern in diesem Fall wirklich der Völkerverständigung. Ein in einem gesunden Körper wohnhafter Geist misst sich in Spielen, bei denen es kaum Verständigungsschwierigkeiten gibt. Der tiefere Sinn dieses Treffens ist es, dem historischen Misstrauen Schach zu bieten. Karten aus Berlin nach Paris berichten von einer Freundschaft, die sich schon heute als mindestens so dauerhaft erweist wie mancher politische Vertrag. Vielen dieser jungen Menschen mag ein alter Mann, der von der politischen Bühne abtritt, nicht